Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal und wir haben es geschafft, yay! Wir haben 3000 Abonnenten, ich hoffe es ist immer noch so. Vielen lieben Dank für die letzten Abonnenten, die dazugekommen sind, damit wir diese 3000 Abonnenten endlich knacken. Vielen lieben Dank für jedes Abonnement, was ihr mir da lasst. Kostet nichts, ihr werdet hier einfach nur unterhalten. Nun könnte man ja sagen, so hast du was vorbereitet? Ich habe schon vor geraumer Zeit mal was vorbereitet. Ich muss mich nur noch mal updaten. Deswegen verschiebe ich das aufs nächste Video. Da werden wir das feiern. Heute habe ich nur mal eben für euch dieses Päckchen noch und noch ein bisschen was anderes, was ich vielleicht aber auch schon im Dezember geshoppt habe. So zwei, drei Sachen, die noch hinten in meinem Körbchen waren, die ich euch zeigen wollte. Und wenn ihr Lust habt zu erfahren, was in diesem DM-Päckchen drin ist, dann bleibt doch einfach dran. Es geht gleich los. Habe ich mich jetzt hier gerade mit eigener Sappe angesappert? Wollt ihr wissen, was ich auf dem Gesicht habe? Mal ganz kurz. Gehen wir mal durch. Schnelldurchlauf. Hangover Primer. Dann habe ich eine Foundation, die ihr noch nicht kennt, von Elizabeth Arden. Die Flawless Finish. Die ist ein bisschen zickig. Sie ist mir eigentlich auch ein bisschen zu hell, aber wenn ich jetzt so mein Gesicht sehe, passt sie eigentlich perfekt. Weil sie mir zu hell war, habe ich von Milk diesen kleinen Bronzing Stick, Contouring Stick, den ich nebenbei aufbrauchen möchte, verwendet. Dann habe ich noch unter dem Puder von Judith Williams, wo habe ich sie denn jetzt? So viel zum Schnelldurchlauf. Von Judith Williams. Sieht siffig aus, Achtung, weggucken. Das Cream Blush, das ist wahnsinnig stark pigmentiert. Dann habe ich mein Invisible Blend von Clinique aus meinem Müden Dutzend oben drüber. Also keine Mineral Foundation, weil das Müde Dutzend will ich auch noch bearbeiten. Dann habe ich ein bisschen Butter Bronzer, nur noch mal so einen Hauch zum Setten und zum Refreshen. Und als Blush, den sieht man eigentlich gar nicht. Aber nur eigentlich. Das ist von Charlotte Tilbury Cheek to Cheek Blush. Und zwar First Love. Der ist sehr hell, aber er kommt trotzdem sehr schön auf dem Gesicht raus. Ich mag den sehr. Auf den Augen trage ich Catrice aus der Caviar Gauche LE, dieses Quad. Und ihr seht da, das ist echt schon eine ordentliche Kuhle drin. Ne? Ich liebe das. Nur das. Dann mein Dating Joe Black Eyeliner. Als Mascara habe ich die Chanel Le Volume. Und oben drüber, damit die nicht abstempelt, von Essence I Love Extreme Crazy Volume in Waterproof. Augenbrauen, das ist das alte Game. Da habe ich mein... Das, siehst du, den habe ich jetzt gar nicht mit hier dabei, aber vielleicht habe ich ihn gleich an der Hand. Das Brow Drama von Maybelline, die es ja so nicht mehr gibt. Ich werde allerdings, ich bin morgen im DM mal gucken, ob es die wirklich nicht mehr gibt. Aber ich glaube, die gibt es wirklich nicht mehr, weil online finde ich sie nicht mehr. Und oben drüber habe ich von Crayolan oder wie heißt das ja? Eyebrow Forming Gel, damit das alles da bleibt, wo es hingehört. Und auf den Lippen habe ich... Dann sind wir damit durch. Trended Up Color and Glide Lip Liner. Und zwar die 474. Das ist so ein Pinky Mauve. Den kann ich euch nochmal zeigen. Ich habe also so ein bisschen kühlen Underton heute, aber mag ich sehr. Und der Lippenstift ist die 376 Pink For Me von... Ist das Maybelline? Diese hier, müsst ihr mal gucken. Oder ist das Max Factor? Warte mal, jetzt brauche ich doch noch die Brille. Ich mag das Pink auf meinen Lippen. Ich mag den sehr gerne. Das ist so einer der wenigen von denen, wo ich immer wieder zugriff. Maybelline, ja. Von Maybelline, die 376 Pink For Me. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Das ist eine tolle Kombo zusammen. Trage ich sehr gerne, hält auch recht lange, dieser Lippenstift. Der ist creamy, aber nicht zu creamy. Der bleibt tatsächlich eine Weile sitzen. Ich finde, Maybelline macht sehr gute Lippenprodukte. Die Superstar Stay Vinyl Inks, also das wäre sonst die Alternative heute gewesen. Vitti, die 40, dieses Vinyl Ink.
Das ist dem Farbton sehr ähnlich. Das würde zu dem Stil passen. Und jetzt geht's in die Box. Beziehungsweise, ich zeige euch erstmal nochmal ganz kurz, was ich noch außerhalb der Box geshoppt hatte, was aber noch hinter mir in der Box, zeige ich in einem zusammengefassten Haul, Box war. Leute, ich habe keine Ahnung, wo sie ist, aber ich hatte euch das neulich schon mal stehen bleiben. Übrigens, seht ihr diesen Tulpenstrauß? Das ist der aus dem letzten Video. Da hatte ich ihn frisch bekommen. Ich weiß nicht, ob aus dem letzten Vlog oder aus dem, doch, ich glaube auch aus dem letzten Lü-Video. Da hatte ich ihn frisch bekommen und der steht jetzt, wir haben heute den 9. oder 10. schon. Den 9., der steht jetzt seit 7 Tagen. Und Sven hat einen neuen Floristen ausfindig gemacht, nämlich da, wo er arbeitet. Er hat ja das Problem, dass unser Florist, wo er es immer geholt hat, nachmittags zu hat. Und wenn er von Arbeit kommt, kriegt er immer keine Blumen. Und er hat bei sich da in der Nähe eine Floristin aufgetan. Und diese Blumen sind immer, das ist in Oststeinbeck, muss das im Gewerbegebiet sein, die sind immer fresh, die halten lange, die stehen locker 10 Tage bei mir. Und dieser Blumenstrauß, ich liebe das ja, wenn Tulpen so wild werden, ne? Wenn die so aus dem, ich mag das mit Tulpen. Und den hat er echt toll gekauft, also ist eine tolle Qualität. Ja, also wie gesagt, ich habe euch in einem meiner Videos mal erzählt, dass ich mir bei Amazon nochmal, weil das aus dem Sortiment genommen wurde, dieses von Maybelline Brow Drama, nochmal bestellt habe und mir dann nicht sicher war, ob das wirklich noch das Bürstchen ist oder da war auch dann so ein komisches Kugelbürstchen abgebildet, aber es ist tatsächlich dieses Bürstchen, was ich so sehr gerne mag. Das habe ich nochmal fürs Backup. Ich brauche ewig, das aufzubrauchen. Ich habe hier auch noch eine etwas hellere Farbe. Guck mal, so sah das dann irgendwann mal zwischendurch aus, aber war das gleiche Bürstchen. Aber das ist eine hellere Nuance. Also wenn ich mal irgendwie... Kann ich aber mit meinen graumelierten Haaren auch gut tragen. Ich habe mir jedenfalls nochmal einen neuen Lash Changer neulich mal mitgenommen aus dem DM, wo ich nur ganz kurz drin war. Einfach damit ich sie im Backup liegen habe. Ich mag die tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ich habe mir auch das Original, das ist ja die Waterproof Mascara. Und ich hatte mir auch das Original geholt. Das ist die. Die hatte ich mir zusammen geholt. Die hatte ich mir geholt, um sie mal zu testen im Vergleich zu der Waterproof. Das ist die nicht Waterproof. Und die ist auch super. Also deswegen, die hatte ich mir dann sicherheitshalber nochmal mit fürs Backup mitgenommen. Eine absolute Empfehlung, danke ich Emily with Love, die mich da darauf gebracht hat, die mal auszuprobieren. Die finde ich toll. Ich mag die wirklich, wirklich gerne. Und ich finde... Ich habe ja im müden Dutzend aktuell noch die Le Volume von Chanel. Die ist toll, keine Frage. Ich liebe die. Aber ich finde, die Drogerie hat extrem gut aufgeholt. Ich muss nicht in den High-End-Bereich für eine schöne Mascara gehen. Also ich habe ja die Sky High, die Lash Changer und auch die... von Essence, die I Love Extreme. Dann sind die Lash Paradise von L'Oreal in der Drogerie. Die sind auch super toll. Ich muss also nicht auf eine Chanel gehen und ich muss auch nicht auf eine, Entschuldigung, auf eine Lancôme gehen. Obwohl ich die Lancôme, die braune, sehr, sehr gerne mag. Aber egal. Ne? Also da ist in der Drogerie, was Mascara angeht in diesem Game, finde ich, ist die Drogerie richtig gut. Bei Foundations, die L'Oreal Foundations sind schön, aber da habe ich manchmal so das Problem, dass ich meinen kühlen Unterton nicht finde, sondern dass sie immer so sehr ins Gelbliche gehen. Also bei Mascaras ist das ein bisschen was anderes. Und bei Lidschatten, naja, für den Alltag, wie gesagt, die Caviar Gauche ist ja auch eine Catrice. Ich freue mich schon auf die nächste LE mit Caviar Gauche, da bin ich schon gespannt. Auch bei Lidschatten für den Alltag absolut gut. Da habe ich nämlich hier auch noch ein paar neue Schätzchen. Die habe ich mir direkt bei Essence bestellt. Die sind auch noch untouchable oder nicht angetouched. Die habe ich mir einfach für die Vervollständigung geholt. Ein bisschen schade finde ich, dass sie dieses Städte-Design geändert haben. Ich glaube mit der Roma, die habe ich schon benutzt. Die Roma habe ich schon eine ganze Weile hier. Ich glaube, mit der haben sie das angefangen zu verändern. Das ist so mein Beuteschema, ne? Noch ein bisschen Pop of Color drin. Die sind nicht teuer und das sind für mich
Sammlerpaletten. Ob ich das Marrakesch mal verwende, doch eigentlich auch. Es ist schon ein bisschen kühler. Hier ist so ein schönes Lavendel mit drin. Das werde ich vielleicht mal testen. Da ist ein dunkler Ton drin, den werde ich auf alle Fälle auch mal testen. Und hier sind wir wieder so in meinem Farbschema im Nudigen drin. Ja. Die habe ich mir mitgenommen von Essence. Dann haben wir hier, ich habe mir hier einen Kaffee hergestellt. Ich habe doch heute Zeit, ihr merkt das, ne? Ich will in Ikea. Heute ist nämlich der Tag, an dem ich in Ikea fahre. Ich weiß gar nicht, ob ich, nee, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich habe nämlich gerade noch eine Vlog-Sequenz abgedreht. Heute ist der Tag, an dem ich in den Ikea fahre. Ich habe heute sturmfrei, männerfrei. Mein Mann kommt heute Abend erst spät wieder. Die haben ja heute ihren Betriebsausflug. Ich habe ihn heute Morgen. Oh, es war ein bisschen zu früh für mich. Ich habe vorher noch ein bisschen gepennt oder vor mich hingeschnorchelt. Habe ich ihn bei der Arbeit abgeliefert. Heute Morgen um 6 sind wir losgefahren. Dann bin ich zurückgekommen, habe dann gefrühstückt, meinen Kaffee getrunken, ein bisschen Videos geguckt, habe geduscht, habe mich geschminkt. Und jetzt ist es 21:45. Um 10 macht Ikea auf, aber ich werde heute Mittag essen bei Ikea. Ich werde danach noch in den Baumarkt gehen. Dieser Tag gehört mir. Mir ganz allein. Okay, wir machen hier aber weiter. Das ist Welcome to Miami. Das ist für mich Christopher Street Day. Das ist wirklich eine Palette. Da habe ich ja meine Riviera auch von Anastasia Beverly Hills. Das ist wirklich ein farbenfrohes Make-up. Das Augen-Make-up. Das trage ich nicht im Alltag. Vielleicht touche ich sie auch gar nicht an. Wie gesagt, das sind für mich so Sammlerdinger, weil ich diese Städteserie sehr gerne mag. Und wir werden dieses Jahr nach London fahren, weil unsere Stampin' Up Kreuzfahrt in diesem Jahr ja nach Norwegen geht. Eigentlich wollten wir ja ins Baltikum, aber es hat sich ja letztes Jahr zerschlagen. Wir starten in New Hampshire? Nee. Heathrow? Nee. Oh Gott. Da, wo die in England die ganzen Kreuzfahrtschiffe ablegen. Da starten wir, sind aber vorher noch 2 oder 3 Tage in London. Wir gehen zu ABBA. Wir gehen in den Tanzraum, weil wir in dem anderen Bereich keine Karten mehr bekommen haben an dem Tag, wo wir wollten. Wir sind jedenfalls in London und da passt natürlich diese Welcome to London Palette ganz gut mit dazu. Ich muss mal hier oben auf den QR-Code gucken. Ich bin ja mittlerweile auch im QR-Code-Game angekommen. Ich arbeite da auf meinem Blog oder auf meiner Homepage mittlerweile auch recht viel mit. Das ist so eine, ja, das ist London. Dieses Orange irritiert mich ein bisschen. Ich hätte gerne mehr so ein bisschen was in so einem koralligen Rot gehabt. Das, glaube ich, hätte ein bisschen mehr zu London gepasst. Aber dieses Blau und so, das passt schon gut zu London. Die habe ich mir einfach so, um sie zu haben, bestellt. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich nochmal abwarte, weil ich noch bei Douglas was bestellt habe, jetzt die Tage, bevor es weg ist. Denn was ist mit Urban Decay los? Douglas ausverkauft Urban Decay. Ich bin sehr froh, dass ich mir, zeige ich euch gleich noch, das All-Nighter gesichert habe zu Weihnachten. Ich habe mir jetzt noch 2 Paletten Urban Decay bestellt und noch eine Mini, nämlich die Mini Western. Die war gar nicht so wahnsinnig viel reduziert, aber die anderen waren stark reduziert. Da ist auch das Sammlerherz. Urban Decay scheint sich aus Europa zurückzuziehen. Ich weiß nicht, ob sie auch in Amerika den Markt dicht machen. Ich mag ja diese Palette, die 1993, sehr, sehr gerne von Urban Decay. Das ist ja auch so eine Alltagspalette. Die war, glaube ich, auch in den Jahresfavoriten mit drin. Und die Mini Wild West hoffe ich, dass ich die häufiger benutze als die große. Die Naked Wild West ist das ja. Ich bin mit der nicht so richtig warm geworden, aber dieser Petrolton ist auch in der Mini mit drin und ansonsten ist das eher eine Alltagspalette. Aber die liebe ich ja heiß und innig, die finde ich ja toll. Das war definitiv damals ein richtig guter Kauf. Urban Decay habe ich angesprochen. Oh, bevor das hier alles ins Rutschen kommt. Ich habe mir ja das All Night, das Setting Spray. Und ich bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass ich es habe. Das habe ich euch auch schon mal erzählt. Ich habe noch jetzt 4 Flaschen im Backup da. Und wenn nicht, werde ich es auch überleben. Das kleine Alverde habe ich euch ja auch beim letzten Mal müdes Dutzend erzählt. Ist schon ein ganz guter Dupe dazu. Aber ich mag halt auch gerne das Original. Und das war um Black Friday vor Weihnachten war das für 19,99 ein Doppelpack. Und ich glaube, eine Flasche kostet regulär schon mindestens 24 Euro.
Und da habe ich zwei für noch günstiger bekommen und da habe ich gleich zugeschlagen. Danach war es dann aber auch ausverkauft. Nicht, dass ich es war. Ich war das nicht. Das waren auch noch andere. Aber ich war sehr froh, dass ich das entdeckt hatte. Und Robin Eisenberg, keine Ahnung, wer das ist, ist mir auch Hupe. Huch, jetzt fällt das Haarspray gleich um. Ich habe jetzt jedenfalls noch einen ordentlichen Vorrat an Urban Decay hier stehen. Und das benutze ich ja auch nicht täglich im Urlaub. Täglich, aber ansonsten nicht täglich. Ich habe auch noch genug Fixing Sprays. Und wie gesagt, wenn ich es mal, da habe ich dann noch die Alternative. Und ansonsten ist ja auch, ich weiß nicht, ob dann Skindinavia auch vom Markt geht. Das ist jedenfalls, ist das gleiche Produkt, nur unter einem anderen Namen, habe ich mir sagen lassen. So, dann hatte ich ja bei Douglas bestellt, wie gesagt, die beiden, und damit ich dann meinen Mindestbestellwert hinbekomme, habe ich mir noch ein bisschen was von Misha mitbestellt. Guck mal, das habe ich schon wieder vergessen, dass ich das habe. Misha ist ja, die habe ich mir über Amazon nochmal nachbestellt, die habe ich euch auch schon gezeigt, die BB Cream. Die hat ja so einen leicht grauen Unterton, was ich sehr gerne mag. Und es gibt im Moment bei, die 23 gibt es bei Douglas nicht. Und deswegen habe ich mir diese 20 Milliliter in der 23 nochmal nachgeholt. Das ist ein Nachkauf fürs Backup, damit ich sie liegen habe, weil ich sie wirklich sehr gerne mag. Heute trage ich ja eine andere. Und dann habe ich mir bei Misha gleich noch ein bisschen was mitgenommen, weil Misha habe ich auch ein Reinigungsöl aktuell in der Benutzung, was mir sehr, 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 sehr gut gefällt. Das ist besser als mein anderes teures. Und als die Drogerie auch. Aber das ist auch eine andere Preisklasse. Da habe ich hier eine Hyaluronic Acid Cheat Mask von Misha. Das muss ich, glaube ich, jetzt nicht mehr dazu sagen. Die fühlen sich ordentlich prall an. Dann aus einer anderen Reihe Gurke. Ist koreanische, ne? Da steht jetzt so weiter nichts drauf. Hinten gucke ich auch nicht. Aber es steht auf Deutsch drauf. Aloe Vera Feuchtigkeit für raue und trockene Haut. Dann haben wir hier Pearl. Ist das hier ein bisschen zu hell? Pearl, das ist Cream Type. Guck mal, da wo es... Das ist voll witzig. Da, wo es bei der Maske in Deutsch steht, steht es hier nicht in Deutsch. Aber Pearl Perlenextrakt versorgt Mattenton mit Mineralstoffen und bringt ihn zum Strahlen. Ich brauche die Brille, sonst sitze ich hier. Also Pearl. Perlenextrakt versorgt Mattenton mit Mineralstoffen und bringt ihn zum Strahlen. Kartoffelextrakt hält Pigmentmale sanft auf und beruhigt empfindliche Haut. Kartoffelextrakt ist gegen Pigmentflecken. Aha. Roter Ginseng versorgt schwache Haut mit Nährstoffen und neuer Energie. Shea Butter. Shea Butter bildet einen schützenden Feuchtigkeitsfilm auf der Haut. Das scheint da alles drin zu sein. Dann habe ich aber so nochmal Shea Butter. Ach so, nee, das waren die Sorten, die es gibt. Haha. Pearl Cucumber stand hier aber gar nicht drauf. Also Shea Butter bildet einen schützenden Feuchtigkeitsfilm auf der Haut. Das ist diese. Und dann haben wir noch Lemon. Ja, hier steht auch Cucumber, also Gurke. Cucumber, ich liebe das Wort Cucumber. Gurkenextrakt klärt trockene, sensible Haut und versorgt sie mit Feuchtigkeit. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch das Gurkengesichtswasser von Charlotte Mason in meiner Jugend so gut vertragen. Und das ist jetzt Lemon. Zitronenextrakt ist reich an Vitaminen und bringt matte Haut zum Strahlen. Die werde ich mal austesten. Koreanische, asiatische Kosmetik im Allgemeinen ist ja sehr, sehr gut. Ich lasse mal meine Brille hier, falls ich noch mehr vorlesen soll. Und Misha, das ist nicht günstig, aber Misha vertrage ich gut. Und wie gesagt, ich habe jetzt die zwei Produkte, das Reinigungsöl. Ich hatte von Misha auch mal einen Sonnenschutz, der mir sehr gut gefallen hat. Und jetzt werde ich mal die Masken testen. Und dann habe ich mir aus dem DM, als ich das letzte Mal da war, nach meinem letzten Friseurbesuch, war ich einmal kurz im DM. Und da habe ich mir Body Balsam Sensitive von Balea mitgenommen. Weil tatsächlich meine Body Lotion fast aufgebraucht ist. Ich habe jetzt noch eine von Rituals. Die ist schon sehr stark parfümiert. Die Mixer
Oh Gott, heute komme ich wieder durcheinander. Die Mixer hat mir ja sehr gut gefallen. Jetzt hatte ich eine von Darf, die war schon stark parfümiert. Die habe ich aber jetzt auch aufgebraucht. Aufgebraucht drehe ich nächste Woche irgendwann. Und jetzt habe ich mir mal diesen Body Balsam Sensitive mitgenommen. Der ist aus der Balea Med Serie oder so. Nee, empfindliche Haut. Balea hat übrigens das Logo verändert. Das ist das alte Logo. Die riecht wie eine Creme. Die ist nicht parfümiert. Und ich hoffe, dass die nett ist. Im Moment creme ich sehr viel und ich muss tatsächlich nicht, ich muss das nicht so stark parfümiert haben. Ich glaube, meine Speicherkarte ist gleich alle. Nee, mein Strom ist gleich alle. Ihr hängt gar nicht am Strom. Moment. Jetzt habt ihr Strom. Na, das wäre ja was geworden. So. Ich hoffe, ihr schwingt jetzt nicht zu sehr nach. Mikrofon ist an, aber ihr hattet keinen Strom. Puh, gut, dass ich das gesehen habe. Also deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Ich habe mir Wattepads mitgebracht. Die habe ich jetzt fast aufgebraucht schon einmal. Die habe ich also schon mal benutzt. Davon hatte ich zwei mit. Die gefallen mir sehr gut. Die sind nicht so fluffig, die schlucken nicht so viel Produkt, aber sie sind schön groß. Und für mein Gesichtswasser mag ich das im Moment sehr gerne. Und ich hatte mir dann nochmal die Supersoften mitgenommen. Die werden sich demnächst hier also verkrümeln. Bei Profissimo, guck mal, das war noch vor Weihnachten, da habe ich gedacht so, ach, nimmst du dir mal Servietten mit, so Stoffservietten für Weihnachten, ne? Haben wir nicht benutzt. Wir waren ja Weihnachten noch nicht da. Aber das sind so ein bisschen farbige, normale Baumwollservietten. Ich habe noch welche, so Damast von Oma. Und die große Tischdecke habe ich jetzt auch im Laden gefunden. Ich habe noch so eine riesengroße Damast-Tischdecke in Weiß von Oma. Die muss ich aber erstmal in die Reinigung bringen. Da die ist vom Weihnachten von... Reden wir nicht drüber. Die habe ich jetzt beim Aufräumen in der Werkstatt im Regal unten im Keller gefunden. Und dann zeige ich euch nur mal eben fix. Das ist die Mineral Foundation, die ich mir geholt habe. Und ich habe sie in zwei Farben. In Shade 2 und in Shade 3. Und zwar ist das von Elizabeth Arden, die Pure Finish Mineral Powder Foundation. Wie gesagt, Shade 2 und Shade 3. Shade 3 ist mir jetzt im Winter ein bisschen zu dunkel. Aber, weil ich die so sehr liebe, ich zeige euch die neulich demnächst mal im Einsatz. Die hat nämlich, die ist nett. Die mache ich deswegen jetzt auch nicht auf. Aber ich benutze im Moment Shade 2 im Winter. Und die wird perfekt für den Urlaub sein, damit ich das Dilemma aus dem letzten Urlaub nicht nochmal habe. Wir fliegen nämlich im September nach Malle. Und dann nehme ich die definitiv mit. Auch wenn es dann da vielleicht nicht mehr ganz so warm ist, wie wir es letztes Jahr im Juni hatten. So, und jetzt geht es endlich an die DM-Box. Die ist bunt gemischt. Der Füller da drin sind Tempo-Boxen. Ich finde die vom Design her so schön, deswegen habe ich mir die nochmal mitgenommen. Ich glaube, das ist eine limitierte Auflage. Die habe ich bei mir in der Werkstatt stehen. Die werde ich auch wieder mit in die Werkstatt nehmen am Schreibtisch, weil ich habe ja Fließschnupfen und ich brauche immer mal ein Schnäuztuch. Und wenn Sven kommt, das die erste Frage, die er stellt, hast du mal ein Taschentuch? Dann kann ich mal sagen, da. Und dann kommt immer so, da? Ja, da. Also, die gehen mit in die Werkstatt. Die habe ich da. Und dann habe ich eine, und da bin ich sehr froh, dass sie mir die dunkle geschickt haben. Ich glaube, die gibt es in unterschiedlichen Designs und man kann nicht aussuchen, welches Design man haben möchte. Aber das ist auch nochmal eine Taschentücherbox, soft und sicher. Die kommt bei mir auf die Vitrine. Wir haben so eine dunkle Vitrine im Wohnzimmer. Das habt ihr bestimmt schon mal bei meinen Vlogs gesehen von IKEA. Und da fällt die am wenigsten obendrauf auf, weil die sehr dunkel ist. Und deswegen bin ich froh, dass ich die dunkle bekommen habe. Das ist meine Taschentücherbox für abends fürs Fernsehen, wenn ich dann Schniefnase habe oder wenn ein trauriger Film kommt. Manchmal braucht Sven auch ein Taschentuch. Meistens nicht, weil er weint. So, das kommt da und das machen wir dann. Dann habe ich mir mitgenommen Raumdüfte. Ich düftel ja ganz gerne in meiner Werkstatt. Ich hatte neulich einen, den habe ich gleich in Müll gewandert. Der roch wie
Jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage. Ich hätte beinahe gesagt, wie Oma. Und das Witzige ist, ich habe mich Weihnachten ja mal mit meiner Mutter unterhalten und dann sagte sie dann so, ist doch aber wirklich so bei Oma. Oma hat unheimlich gerne Voltaren geschmiert. Also, und wenn du bei Oma, bei meiner Oma väterlicherseits, bei der anderen weiß ich das gar nicht mehr so, weil die ist schon gestorben, als ich sehr, sehr jung war. Aber bei meiner Oma väterlicherseits, wenn du da die Schubladen aufgemacht hast, wo die alten Handtaschen und so drinnen lagen, das roch wirklich wie alte Handtasche. Das war so eine Mischung aus Tosca. Meine Oma hat weniger Kölnisch Wasser gehabt, aber Tosca mochte sie sehr gerne. Und Voltaren und Möbelpolitur. Das ist so die Mischung, wenn ich sage, das riecht wie Omas Handtasche. Tosca, Voltaren und Möbelpolitur. Und manchmal noch so ein bisschen Zigarrenduft, alter Zigarrenduft von meinem Opa. Jedenfalls habe ich mir mal von Profissimo Raumduft Sommerliebe mitgenommen. Duftet nach Wasserlilie und Limette. Duftprobe konnte ich ja online schlecht nehmen. Oh, das riecht sehr frisch. Das ist ein Duft, der kann mir gefallen. Der roch nicht so, der andere roch wirklich so wie ältere Dame Parfum. Und zwar ältere Dame, als ich noch jung war. Ne? Die sind schon lange tot, die älteren Damen. Nicht, dass ihr das wieder auf euch münzt. Und dann haben wir hier auch nochmal Sommerliebe, duftet nach Kirschblüte und Apfel. Der ist ein bisschen süßlicher, aber auch sehr schön. Den werde ich mir, der riecht jetzt so nach Frühling, den werde ich jetzt mir hinstellen. 90 Milliliter sind da drin. Da habt ihr hier diese Rattanstäbchen oder sowas. Und unten die Flüssigkeit aufschrauben, Stielchen rein. Die sind jetzt nicht besonders schick und fancy, sehe ich gerade, die Flaschen. Obwohl die hier auch so ein holographisches Drumherum haben. Das kommt also auch mit in die Werkstatt. Hätte ich ja eigentlich das Unboxing auch in der Werkstatt machen können. Dann habe ich mir wieder mitgenommen, einmal Söckchen. Manchmal greife ich ja ins Klo mit den Söckchen. Besonders wenn die so mehrere Farben drin haben und dann so durchwebt sind. Aber das ist wieder ein Söckchen, was ich gerne mag, was ein bisschen dünner ist. Die schönsten kann ich euch nicht zeigen, weil habe ich heute mal bei Rossmann gefunden, die ich am liebsten trage. Aber das sind Valentinstagssocken mit Herzchen. Ich glaube, die gibt es auch nochmal in weiß. Aber dadurch, dass ich ja mal schwarze Hosen trage, das sind Valentinstagssocken mit Herzchen, eine Limited Edition, 2,95 Euro. Habe ich gedacht, kannst du mal mitnehmen, Söckchen. Beginnt ja dann noch bald wieder die Zeit, wo ich nur Sneaker trage, aber jetzt im Winter trage ich ja Söckchen. Für Sven habe ich nämlich gesehen, dass es weniger wird im Stash, beziehungsweise gar nichts mehr da ist. Sensitive Rasiergel. Ich hatte neulich mal, weil es das nicht gab, habe ich ihm das super sensitiv mitgebracht, also was noch sensitiver ist als das. Da hat er zu mir gesagt, das bitte beim nächsten Mal nicht mitbringen. Das haftet nicht gut auf der Haut. Das rutscht ihm so von der Haut weg, wahrscheinlich weil da so viel Pflegemittel drin sind. Er möchte bitte wieder das haben. Das finde ich ja schon mal gut, wenn ein Mann einem auch mal eine Rückmeldung gibt und sagt so von wegen, das war nicht so gut. Ich hätte gerne wieder das andere. Also mein Mann ist ja so, der nimmt ja alles, ne? Also Frauenduschgel nimmt er nicht. Also Blüten, Frucht, ne, sowas, was ich benutze, was rosa oder gelb ist, das benutzt er nicht. Ist mit Aloe Vera, kommt er super mit klar. Ich habe zwei Flaschen da. Dann sehe ich schneller, wenn er es aufgebraucht hat. Er stellte mir das mittlerweile auch hier hin, dass ich es dann in die Kiste mitschmeißen kann. Ich muss ihn dann nur noch beibringen, dass er es auch gleich in die Kiste schmeißen kann. Ich habe mir ein Scrunchie von Invisible Bubble mitgenommen. Ich hatte noch was anderes davon von Invisible Bubble. Das war dann nachher nicht mehr verfügbar und dann habe ich jetzt abgeschlossen und gesagt, bevor das auch nicht mehr verfügbar ist, das ist so ein Scrunchie. Hier zu Hause oder auch in der Werkstatt laufe ich tagsüber hin und wieder mal, wenn mir meine Haare so sehr auf den Keks gehen und mir im Gesicht rumstiepseln, ziehe ich mir das mal fix in den Zopf oder in den Dutt und ich finde, das ist jetzt vielleicht nicht mehr frühlingshaft, das ist mehr sowas für den Herbst, aber ich fand das mal ganz interessant, ein gemustertes Scrunchie, wie auch immer die heißen. Sprunchy, nicht Scrunchy, Sprunchy heißen die, Original.
Ja, mal eine andere Farbe. Ich habe mir bei Essence, als ich bei Essence bestellt habe, habe ich jetzt gar nicht hier das von dem, aus der Teddy-Kollektion, dieses große mitgenommen. Leute, dieses Spongy ist so groß, das kann man eigentlich gar nicht übersehen. Und jetzt habe ich es doch gesucht, aber ich habe es hier unter meinem Haarreifen liegen. Das hatte ich nämlich heute Morgen drin, als ich im Bad war. Das ist dieses Teddy Spongy. Scrunchy, Spongy, dieses Haargummi, das ist wirklich groß. Aber das benutze ich hier zu Hause, wenn ich unter die Dusche gehe oder so. Ach, ich finde das ganz süß. Jetzt habe ich ja die langen Haare, da kann ich das auch reinmachen. Das hat nicht viel gekostet, aber ich glaube, das hatte ich mir dann noch mit dazu gepackt, damit ich bei Essence den Mindestbestellwert erreiche. Jetzt habe ich aber gleich nochmal in meine Sockenschublade gegriffen, um euch die zu zeigen. Das sind die Socken, die ich meinte von Rossmann. Die gibt es in diesem Blau und die gibt es aber auch in diesem Schwarz-Anthrazit. Die sind so ein bisschen floral gestaltet. Und ich mag die total gerne. Und wenn ich morgen beim Friseur bin, gehe ich auch noch mal in Rossmann und gucke mal, ob sie die da haben. Weil die sind, ich weiß nicht, ob man das sieht, die sind ein bisschen dünner. Die tragen sich so wahnsinnig angenehm. Die schneiden sich nicht in die Wade ein. Ich habe ja nur auch kräftige Beine. Und die sitzen wie eine zweite Haut auf den Füßen. Ihr kriegt davon, also ich kriege davon keine Schweißfüße. Ich habe tatsächlich mal eine Phase in meinem Leben gehabt, da habe ich richtig Probleme mit Schweißfüßen gehabt. Richtig schlimm. Ich mochte meine Schuhe, wenn ich irgendwo war, gar nicht ausziehen, habe die immer irgendwie verkrumpelt und sowas. Und das hat nichts mit Unsauberkeit zu tun oder so, ne? Also es gibt, wir sind familiär da auch ein bisschen belastet. Ich habe rigoros aufgehört. Also das hat mir geholfen, von meinen Schweißfüßen wegzukommen. Und ich habe kein Problem mehr mit Schweißfüßen. Manchmal im Sommer, wenn ich barfuß in Schuhen drinnen bin. Deswegen trage ich meistens irgendwie schon Socken, aber in Sandaletten oder so geht das nicht. Aber was mir geholfen hat, war rigoros keine Nylonsöckchen mehr zu tragen. Ich trage fast gar keine Nylonsöckchen mehr. Ich habe immer irgendein Baumwollanteil mit drin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei den Söckchen ist. Aber in der Anfangsphase, ich habe im Winter selbst gestrickte Socken getragen. Das hat sogar meinem Vater, der war der König der Schweißfüße bei uns, das hat sogar meinem Vater geholfen. Selbst gestrickte Socken helfen extrem gegen Schweißgeruch an den Füßen. Und er hatte damals, mein Vater hatte angefangen mit einem Puder, was es nur an der Apotheke gab, was es mittlerweile aber nicht gibt. Aber es gibt von Balea ein Fußpuder. Das ist auch wahnsinnig gut. Ich habe das sogar noch hier irgendwo im Schrank stehen. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, weil ich benutze es nicht mehr. Und ich habe kein Problem mehr mit Schweißfüßen. Sie sind weg. Wie gesagt, ganz selten mal, wenn ich barfuß in richtigen Schuhen drin bin. Aber ansonsten, ich habe kein Problem mehr damit. Und wie gesagt, es hat nichts mit Unsauberkeit zu tun, sondern ich weiß nicht, woran das liegt. Aber es hat mit den Nylonsöckchen ganz viel zu tun. Und deswegen trage ich auch nicht gerne Strumpfhosen. So, kurz abgeschweift. Beauty Hyaluron, siebenfach Lifting-Kur. Ich habe noch genug Ampullen da. Ich benutze im Moment gar keine. Ich warte, dass meine Serien alle sind. Dann werde ich mal wieder ein bisschen darauf gehen, meine Ampullen aufzubrauchen. Das ist das neue Logo von Balea. Ich mag es nicht wirklich, aber es gleicht sich so ein bisschen an Alverde an. Nee, hier ist das Alverde-Logo nicht drauf. Aber das ist die Hyaluron siebenfach Lifting-Kur. Kannst du nicht viel mit falsch machen mit diesen Ampullen. Natürlich mein Monatsvorrat an Schäbens, Haut, Haare, Nägel. Ich bin sehr häufig mittlerweile angesprochen worden, dass meine Nägel so schön aussehen. Und auch von Kunden hier vor Ort. Ich habe die wirklich gut wieder in den Griff gekriegt. Ich habe jetzt hier die beiden Nägel, da war ich die waren nicht richtig angetrocknet, die haben eine Macke. Aber bei diesem Nagellack, das ist übrigens auch ein Essence-Nagellack, ein Shearer, der sehr ähnlich dem Mademoiselle von Essie ist. Und es trägt sich super gut. Da trage ich als, und kombiniert mit Manhattan-Lacken, Unterlack und Basecoat und Topcoat. Also mal weg von Essie und es hält auch super. Schäbens, Haut, Haare, Nägel, das hat mir extrem geholfen und ich nehme es weiterhin. Ich nehme es weiterhin. Never touch a running system und deswegen. Was Neues, was ich noch gar nicht kenne von Balea, wusste ich gar nicht, dass ich mir das bestellt habe. Beauty-Kollagen, Hals- und Dekolleté-Pflege mit Kollagen-Booster und Acacia-Kollagen.
Ich teste das einfach mal. Ich habe im Moment ja die Holunderblütencreme von Charlotte Mainson. Warum fällt mir denn der Name heute so schwer ein? Das habe ich ja im Moment fürs Dekolleté, brauche ich das ja auf, ist ja müden Dutzend. Und ich habe auch noch eine Hals- und Dekolleté-Creme von ihr. Die werde ich danach aufbrauchen. Und das ist jetzt Beauty Collagen Hals- und Dekolleté-Pflege. Ist eine Creme. Sehr angenehm beduftet, nicht zu stark. Fast gar nicht. Und fühlt sich gut an. Ich finde das Dekolleté, da habe ich schnell mal so einen überpflegten Moment, wo ich dann das Gefühl habe, es pillt. Also wenn ihr zu viel Pflege auf der Haut habt, rollt sich das ja auch gerne mal so ab. Und das habe ich sehr häufig im Dekolleté. Mit der Holunderblütencreme habe ich es nicht. Man kann natürlich auch eine Bodylotion nehmen, aber die Bodylotion ist meistens nicht reichhaltig genug für uns älteren Häutchen. Ihr wisst ja, ne? Gesicht und Hals sind manchmal im Alter sehr, wirken aus sehr unterschiedlichen Generationen, auch wenn man nicht operiert ist. Habt ihr die Bilder von Madonna gesehen? Und dann stellt sie sich hin und sagt, sie will ein Vorreiter sein, um zu seinem Alter zu stehen. Wo ich sage, das ist kein Vorreiter, um zu seinem Alter zu stehen, wenn man sich so maskenhaft operiert. Ich war richtig erschüttert. So innovativ und modern und sich neu erfinden Madonna in ihrem Leben war, in ihrer künstlerischen Karriere. Spätestens seit dem ESC ist die, sie sollte sich aufs Altenteil zurückziehen. Oh, jetzt kriege ich wieder es ist nicht altersdiskriminierend, aber ich finde zum Beispiel eine Jutta Speidel, die sehr faltig ist. Ich fand auch eine, oh, wie heißt sie? Kirschblüten-Hanami. Hannelore Hoger finde ich toll, aber die ich jetzt meinte, war Hannelore Elsner. Die altern mit Würde und die haben Falten. Ja, die erzählen aber auch eine Geschichte. Also insofern, das hat mit Altersdiskriminierung nichts zu tun. Aber ich finde, wenn man dazu nicht stehen kann, dann sollte man Schluss machen, statt sich operieren zu lassen. Ich finde es ganz furchtbar. Also ich finde es wirklich ganz furchtbar, wie die entstellt ist und die hat den gleichen Operateur wahrscheinlich wie Mickey Rourke. Ist ja nicht nur ein Frauending. Es gab doch auch diese Zwillinge, ich weiß gar nicht, ob die jetzt beide gestorben sind. Einer war, glaube ich, gestorben, die auch so maskenhaft operiert sind. Sylvester Stallone hat sich operieren lassen. Und die sehen alle aus, als wären sie unter demselben Messer gelegen. So von der Handschrift her des Operateurs. Aber weg davon. Ich habe mir noch ein paar Masken mitgenommen. Balea Sweet Vanilla, eine Maske. Ich will diese Crememasken mal auch abends mit aufbrauchen, um die als so Overnight zu nutzen, weil ich ja immer, ich habe immer das Gefühl, da ist noch zu viel drauf, wenn ich das abgenommen habe. Deswegen werde ich das mal über Nacht drauf lassen und dann morgens dann die Reste dann, also abends schon nochmal einmal ein paar Reste runter, aber so richtig dann morgens abwaschen. Dann haben wir hier eine Algengelmaske, die hat mich angesprochen von Chebens, habe ich gedacht, so ach, testen wir mal. Ist ja nicht so, dass ich keine Masken hätte. Von Alverde, guck mal, da haben wir das Logo. Ich finde, das ist sich schon recht ähnlich, die Logos, Alverde und Balea. Nee, das habe ich jetzt nicht eben gesagt, das ist das neue Logo. Hier ist das neue. Die sind sich schon sehr ähnlich, von der Form her. Vielleicht wollen sie da auch Familien Corporate Identity schaffen, keine Ahnung. Ich habe mal von Alverde die Haarmaske Feuchtigkeit mitgenommen. Ich mag die von Balea ja sehr gerne. Und dann habe ich gedacht, so testen wir doch mal die von Alverde, ob die damit mithalten kann. Die Retinol-Tuchmaske von Balea, die habe ich schon mal gehabt. Den Hype, den viele darum machen, den teile ich so nicht. Ich mag sie sehr gerne, aber dass sie jetzt so overhyped ist, das ist nicht so meins. Aber ich mag sie gerne. Und dann habe ich noch eine Vitamin-C-Tuchmaske, auch von Balea. Guck mal, da ist auch das neue Logo drauf. Ne? Altes Logo, neues Logo. Die habe ich auch schon mal gehabt. Die fand ich auch toll. Ist ein Nachkaufprodukt. Sieht jetzt nur ein bisschen anders aus. Die haben auch die Serien, die ich benutze, neu eingepackt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ultrasensitiv Fußcreme. Habe ich gedacht so, jo, nimmst du die mal von Balea Med. Die wird nicht riechen. Ich creme meine Füße auch ein, aber das hat nichts mit Fußschweiß zu tun.
Ich habe im Moment von Alverde die Fußbutter und ich habe wirklich das Gefühl, dass die meine Füße süchtig macht. Dass meine Füße nächsten Tag trockener sind, als sie waren, bevor ich sie eingecremt habe. Und deswegen werde ich die wahrscheinlich aussortieren. Ich liebe ja meine Altera Fußbutter, die habe ich auch noch da im Backup. Aber ich habe gedacht, ich nehme mal auch noch eine Tube wieder neu mit, eine 5% Panthenol, neue Rezeptur. Können wir mal mit da in den Stash packen. Dann habe ich ganz häufig gesehen, dass Leute dieses Bio-Rosen-Blütenwasser, ich glaube auch Birte von Birte Loves Make-up, die hat das, glaube ich, auch in die Kamera gehalten und so toll gefunden. Und dann habe ich gedacht, das nimmst du doch mal mit. Bio-Rosen-Blütenwasser für trockene Haut. Ich habe zwar jetzt schon Fixing-Spray drauf. Es riecht angenehm. Ja, ein Rosenwasser. Oh, ist wirklich sehr erfrischend. Da gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch? Bambusstäbchen. Die muss ich dann morgen nicht mehr kaufen und schleppen. Bambusstäbchen aus nachwachsenden Rohstoffen. Hält bei uns so eine Packung ein bisschen länger als einen Monat, aber habe ich auch immer im Stash liegen. Und der ist jetzt aufgebraucht. Hier für den Schminkplatz habe ich mir mitgenommen, die Intuition Perfect Finish Eyebrow Shaper von Wirkensinn. Ich mag die lieber als die von Ebelin. Die sind ein bisschen größer. Ich habe auch das Gefühl, sie sind ein bisschen schärfer. Sie sind einfach ein bisschen schöner. Die habe ich mir jetzt mitgenommen. Das ist so ein Jahresvorrat da dran. Ne? Das hole ich mir einmal im Jahr neu. Für mein Buccio-Mäppchen nochmal Kleberoller. Ich suche die immer. Nachfüller habe ich, aber jetzt habe ich mir nochmal zwei Kleberoller mitgenommen. Die sind auch neu. Aber schon eine ganze Weile. Die sahen früher anders aus. Von Paradise. Die sind halt nett klein und passen gut in mein Bujo-Federmäppchen, wenn ich mal Fotos einkleben möchte oder Dekorationen oder sonst irgendwas. Da nutze ich die. Die gehen also auch mit in die Werkstatt. Washi-Sticker. Hey, ja, stimmt. Warte mal, hier habe ich noch was. Birutin Heilerde, Puderschaum zur Reinigung. Da habe ich gedacht, das wäre sowas wie das Enzym-Peeling. Ich glaube, da habe ich mich vertan. Testen wir aus. Dann habe ich Washi-Sticker auf dem Band. Ach, guck mal, die wollte ich mir einfach mal, die habe ich mir einfach mal mitgenommen fürs Bujo. Für meinen Planner zum Dekorieren. Ich reiße das mal auf. Keine Ahnung, wie das sonst rausgeht. Ich habe die Brille doch auf dem Kopf. Warum setze ich sie denn nicht auf? Ah, die sind auf einer Folie aufgezogen. Ah, wo ist denn da der Anfang? Die sind nicht auf einer Folie aufgezogen. Ach, hier ist der Anfang. Jo, Amazon kann beim Nachbarn abgeben. Da sind so kleine Washi-Sticker. In unterschiedlichen Designs so nacheinander aufgereiht. Ich habe erst gedacht, die wären hier so auf so einer Folie drauf, dass man sich mehr Sticker angucken kann. Aber ich glaube, ich war so Opfer von hier. Regenbogen, Röschen. Das passt gut in Planner. Da setze ich mal diese Folie nachher gleich noch mit rum. Das geht jedenfalls auch mit in mein Federmäppchen. Dann habe ich einmal Food wenigstens und zwar Haferkleie mit Keim. Haferkleie, meine ist fast aufgebraucht. Ich brauche davon nicht viel, einen Esslöffel. Seit Jahresbeginn bin ich wieder auf meinen Porridge morgens gegangen. Ich komme da im Laufe des Jahres immer von weg. Ich weiß immer gar nicht, warum, aber wahrscheinlich, weil man muss sich das kochen und dann Obst und muss halt immer gucken, dass du das Obst da hast, weil so pures Porridge mag ich auch nicht. Und dann komme ich immer irgendwie von ab und dann esse ich lieber Brot und das bekommt mir nicht so gut. Erstens hält mein Porridge viel länger an und ich fühle mich nicht so schlapp gleich am Morgen, sondern ich esse sehr gerne und ich mag es auch morgens warm, was Warmes im Magen zu haben, außer Kaffee und Tee, sondern auch warmes Essen. Mit dem Intervallfasten, das triggert hin und wieder meine Migräne und das macht mich auch unleidlich und nee, ich brauche mein Porridge. Und ich mache jetzt morgens 10 Gramm weniger Haferflocken und stattdessen 10 Gramm Haferkleie mit rein, weil ich mir sagen lassen habe, Ballaststoffe und sowas, ne, dass das einfach nochmal ein bisschen gesünder ist. Hafer ist ja auch so,
Hafer bringt den Blutzuckerspiegel nicht gleich so hoch, so wumm. Wenn ich jetzt Brot mit Marmelade esse, geht mein Blutzuckerspiegel gleich hoch. Und ich muss ja mit Diabetes, mit Prädiabetes und so ein bisschen aufpassen. Und deswegen habe ich gedacht, ich teste das jetzt mal. Vielleicht merke ich das ja dann auch an meinen Blutzuckerwerten beim Langzeitzucker. Wenn ich dann in der Praxis bin, einmal im Vierteljahr, gebe ich ja Blut ab, um das zu beobachten. Und Haferkleie hatte ich nicht mehr so wahnsinnig viel. Beziehungsweise es geht auch langsam zu Ende. Das geht in meinen Stash. Ich hole mir regelmäßig die Haferflocken, so eine Packung hält bei mir ein bisschen über 10 Tage, aber Haferflocken gehören wieder damit dazu und im Moment esse ich dann, damit ein bisschen Süße drin ist, Banane mit rein, eine Banane, eine quetschte und Birne. Das ist im Moment mein Porridge für morgens und ich liebe es und es geht mir gut, ich starte damit gut in den neuen Tag. Und dann habe ich noch ein kleines Tütchen dekorative Kosmetik. Und dann sind wir auch schon durch. Und guck mal, es ist gar nicht viel. Ich habe ein Pinselchen, das ist von Essence, ein Eyebrow Brush. Den möchte ich aber mehr so, für wenn ich mit Lidschatten, mit einem schwarzen Lidschatten meinen Eyeliner beziehungsweise einen Wimpernkranz verdichte. Da sind die ganz gut mit dazu. Und dann, ich habe tatsächlich einen wieder rausgenommen aus dem Warenkorb, weil ich dachte, nee, ich bin ja ein Zweikäufer, ne, bekennend. Und du testest den erstmal. Essie hat eine neue Nagellackserie rausgebracht. Und zwar ist das eine vegane Serie, aber zumindest Natur, sowas. Und da habe ich mir eine Farbe mal mitgenommen und möchte die mal testen. Das ist jetzt wirklich ein sehr nudiges Nude. Das sieht fast aus wie dann Verlängerung vom Finger und dieser Fingernagel ist ein bisschen angeditscht, aber seht es mir nach. Aber da fällt es dann immer nicht so schlimm auf bei so einem schieren Nagellack. Den werde ich auf alle Fälle mal testen, gucken, wie der so ist. Und wenn er mir gefällt, dann werde ich mir den anderen vielleicht nochmal nachholen, den ich mir da reingepackt hatte. Das war so ein pinkes Rot. Und dann auch Sammlerherz. Ich mag ja diese kleinen Fünferpaletten. Die sind ein bisschen Natasha Denona nachempfunden, sind aber von der Qualität her nicht so wie Natasha Denona. Aber ich mag sie ganz gern. Und da ist jetzt eine neue rausgekommen. Es ist mittlerweile die 8., glaube ich. Das kann man ganz gut verfolgen. Es gibt nicht mehr alle aus der Serie. Genau, das ist die 080 Diamond Lavender Look. Ihr seht es, Lavender Look sagt es, das ist so grau und dann ins Lavendel. Und das habe ich ja festgestellt mit der von, nicht Huda Beauty, Fenty. Da habe ich ja auch so eine lilane und ich trage, das steht mir, das gefällt mir gut. Und so ein kühler Augenlook. Und dann habe ich gedacht, da nehme ich die mal mit dazu. Ich kann die ja mal swatchen. So, das sind die Mattentöne, beziehungsweise dieser ganz helle, ist so ein seidiger Ton. Nee, so ist wie so ein Highlighter-Ton. Lavendel ist ja ein bisschen schwierig zu machen, aber ich hoffe, die Kamera stellt sich jetzt an. Das ist von der Pigmentierung zu erreichen wirklich schwer, aber dieser mittlere Ton, der hat eine ordentliche Farbabgabe jetzt mit dem Fingerswatch, oder? Der ist so zart, den kann man gut fürs Augenlid zum Grundieren nehmen. Den kann ich ja nochmal nachswatchen. Der ist auch so ein bisschen Satin. Ich glaube, die einzig matten sind diese beiden hier. Der ist Satin und der ist Glitzer. So, jetzt gehen wir hier nochmal der Matte. Jetzt habe ich den nochmal ein bisschen verstärkt. Und dann gehe ich nochmal in die beiden dunklen Töne. Ja. Und jetzt noch der. Da richtig Glitzer ist der auch nicht, aber der ist schimmeriger als der helle von der Konsistenz her. Den habe ich hier nochmal drauf gesetzt. Obwohl, jetzt wenn ich das so sehe, eigentlich auch nicht. Der ist Satin und die, würde ich sagen, sind Schimmer. Aber es ist sehr kühl, ne? So grau-kühl, aber auch nicht zu viel. Da würde der Lippenstift auch ganz gut dazu passen. Die werde ich demnächst mal ausprobieren und euch berichten. Vielleicht machen wir das auch, wenn ich euch die Mineralfoundation vorstelle, einfach mal austesten. Aufgebraucht kommt noch und dann nochmal ein Schminki und dann sind wir, glaube ich, auch durch mit dem Monat, vielleicht auch vorher schon. Mein Karton ist leer. Ist da noch irgendwas? Nee, das habe ich euch alles gezeigt.
Und ja, wie lange sind wir dabei? 52 Minuten ist eine gute Zeit. Gut, dass ich den anderen Hall noch mit dazu genommen habe. Das ist das, was so bei mir neu eingezogen ist. Das, was jetzt von Douglas unterwegs ist, die Paletten und vielleicht, was ich dann auch morgen nochmal aus der Drogerie mir hole, das kann ich euch ja dann bei irgendeinem Schminkschnack nochmal mitzeigen. Dann sind wir da up to date und dann, ja. Ich versuche nicht mehr ganz so viel zu kaufen. Sagt die, die hier Paletten für die Sammlung gekauft hat. Das ist das Sammlerherz. Lidschattenpaletten gehen niemals ins Aufgebraucht oder so. Das, was ich mit der Caviar Gauche erreicht habe, ist meistens das höchste der Gefühle. Vielleicht kriege ich da ja mal einen Hitzepan hin. Das könnte ich mir ja mal vornehmen fürs Jahr. Obwohl diese Lidschattenpalette, ich mag die wirklich gerne für den Alltagslook. Die ist toll. Die ist wirklich, wirklich toll. Wenn ihr die nochmal irgendwo auf Kleiderkreisel oder so seht, hier diese kleine, ne? Und ihr mögt so ein bisschen kühleres, ne? Absolute Empfehlung. War die nicht auch in meinen Jahresfavoriten zusammen mit der Urban Decay drin? Ich glaube ja, ne? Die habe ich ja im letzten Sommerurlaub gerockt. Okay, und jetzt fahre ich zu Ikea. Ich gehe nochmal Pipi machen. Ich sollte eine Sonnenbrille mitnehmen zum Autofahren, weil es ist sonnig. Das kennt man gar nicht mehr hier in Hamburg. Es ist sonnig. Und dann werde ich schön durch Ikea stolpern. Oh, ich freue mich so. Wenn ich euch damit auf den Keks gehe, dann tut mir das leid, aber es ist für mich wirklich heute so Luxus. Das ist für mich Luxus. Das hier ist alles nicht Luxus. Aber mal einen Tag für mich zu haben, schlendern zu gehen, bummeln zu gehen, mich treiben zu lassen, das ist für mich Luxus. Und damit ist das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wenn ihr so ein paar Sachen von denen habt, die ich hier habe, die ihr auch schon ausprobiert habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Und vielleicht, wenn ihr sagt, so von wegen, es ist jetzt das und das neu in der Drogerie, in der Apotheke. In der Drogerie, guckt ihr das mal an. Das gefällt mir gut oder so. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, dass im Laufe des Jahres meine Community noch ein bisschen weiter wächst. Da freue ich mich sehr drüber. Ihr wisst, ich bin fein damit, wie es ist. Das ist ja alles so nebenbei. Und das ist ja auch nicht für jeden was, dieses Gequatsche, dieses viele Gequatsche hier. Aber ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, der auch ein Abo dalässt, der regelmäßig hier vorbeischaut. Und dann lasst uns dieses Jahr rocken. Mal gucken, wo wir am Jahresende stehen. Ich freue mich. Und wie gesagt, in einem der nächsten Videos gibt es dann auch das kleine Dankeschön für 3000 Abonnenten. In diesem Sinne, ich freue mich auf Ikea. Macht's gut, bis bald und tschüss.